In diesem Video zeige ich dir, wie man nach Belieben einen Fade oder Draw spielen kann und du musst dabei nicht mal deinen Schwung ändern. Also bleib dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausig und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn du in Zukunft nichts mehr Wichtiges versäumen möchtest, würde ich dich bitten, meinen Kanal gratis zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns eben in Zukunft nicht mehr versäumen. Diesen Hack hier, den ich dir jetzt zeigen möchte, eignet sich hervorragend, ja, für Eisen oder auch für Hybride. Vielleicht bei Hölzern könnte es sein, dass der Draw ein bisschen schwierig wird. Oder auch beim Treiber ist das vielleicht der Draw nicht ganz optimal. Aber ansonsten funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Ich setze auch übrigens voraus, dass du eine relativ neutrale Schwungbahn hast, also eine Schwungfahrt um Null herum. Und dass du fähig bist, mehr oder weniger die Schlagfläche neutral über deinen Schwung zu liefern. Aber wie gesagt, du kannst das gerne probieren, ob das, was ich dir zeige, gut liegt. Und zwar, ich kann mit dem ein und selben Golfschwung verschiedene Ballflüge erzeugen, nämlich gerade, Fade und Draw. Und das möchte ich dir jetzt eben zeigen, wie ich das mache. Du siehst, ich habe hier drei Bälle am Boden liegen und der mittlere Ball hier repräsentiert meine normale Ballposition, die ja bei mir ein wenig links von der Mitte ist, also nicht viel, aber ein klein wenig links. Wenn ich jetzt den Ball schlagen würde, dann kommt ein relativ gerader Ballflug heraus. Will ich jetzt hergehen und statt den mittleren Ball den linken nehmen, der jetzt ein bisschen weiter links liegt, also ich habe ihn jetzt mehr bei meinem linken Fuß liegen und spreche auch weiter links an und beginne jetzt meinen ganzen Körper auch Richtung den Ball zu drehen, öffnen sich ja eigentlich meine Schultern und wenn ich jetzt einen Schwung mache, ganz normal, so wie ich es immer machen würde, sollte dieser Ball jetzt faden. Das gleiche gilt auch für den Ball, der hier rechts liegt. Wenn ich den hier ein bisschen rechts von meiner normalen Ballposition habe und meinen Körper mehr Richtung den Ball wieder orientiere, sprich meine Schultern ein wenig schließe, dann komme ich hier ein mehr von der Innenseite, kann jetzt mit dieser Voraussetzung einen Draw schlagen, weil ich ja mehr von innen komme. Auf der anderen Seite, wie ich ja weiter links war, hat das eine Schwungbahn eher von außen nach innen provoziert. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich nicht versuchen, extra von außen nach innen oder von innen nach außen zu schwingen. Ich brauche nur die Orientierung im Setup zu verändern und die Ballposition. Eine Sache muss man dann schon noch probieren, und zwar, wie man die Schlagfläche hinlegt. Wahrscheinlich ist es so, wenn ich dem Ball einen Draw geben möchte, dann muss ja der Ball zuerst rechts starten, bevor er nach links kurvt. Und damit der Ball nach rechts startet, muss die Schlagfläche ein wenig nach rechts zeigen. Das heißt, wenn ich hier gerade bin, gehe ich hier ein wenig nach rechts beim Draw, mache meinen Schwung und wenn ich den Ball gut sauber treffe, kann es passieren, dass der Draw bereits beginnt, so zu starten, wie ich es möchte, nämlich rechts und kurvt nach links Richtung Ziel. Ist das nicht der Fall, muss ich ein bisschen mit der Schlagfläche spielen, wie ich das angehe vom Start weg, damit das passiert. Vielleicht muss ich sogar die Schlagfläche ein wenig schließen. Dasselbe, wie gesagt, haben wir auf der anderen Seite beim Fade. Wenn ich die Schlagfläche ein wenig links vom Ziel habe, würde das bedeuten, dass der Ball links startet. Die Schwungbahn von außen gibt ihnen einen kleinen Schnitt, dass der Ball eben nach rechts kurven kann. Wenn das nicht passiert, dann kann ich versuchen, eventuell die Schlagfläche ein wenig zu öffnen, also ein bisschen mehr nach rechts auszurichten, bis dieses Ereignis eben eintritt. So, erster Ball bedeutet normale Ballposition. Ich mache meine normale Haltung, meinen normalen Golfschlag, schlage einen schnurgeraden Ball. Jetzt verändere ich gar nichts. Wie gesagt, nächster Ball liegt ein bisschen rechts von meiner Standardposition. Ich mache die Schlagfläche ein wenig auf. Dadurch schließe ich die Schulter ein wenig. Mein Körper zeigt mehr zum Ball. Dadurch bekomme ich meine Schwungbahn mehr von innen nach außen und automatisch schlage ich einen kleinen Draw.
Und wenn ich den Ball jetzt weiter nach links lege, dann öffnet sich automatisch meine Schulter in diese Richtung. Die Schlagfläche zeigt leicht nach links. Und jetzt mache ich wieder meinen normalen Golfschwung und der Ball beginnt zu fäden. Und so einfach kannst du das auch selber machen. So, und jetzt würde es mich wirklich interessieren, ob das funktioniert hat. Bitte sei so lieb und kommentiere unten in den Kommentaren, ob die Bälle bei dir jetzt drohen und fäden mit demselben Schwung. Dankeschön. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest. Hier unten kannst du noch ein sehr interessantes Video sehen und auf dieser Seite hier hat YouTube noch ein Video für dich ausgesucht. Bitte vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Notifikationsglocke zu drücken und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!